Und unsere Iran-Korrespondentin Nathalie Amiri begrüße ich ganz herzlich. Zurzeit in München muss man dazu sagen, Frau Amiri, was sagt uns der Zeitpunkt dieses Anschlages und warum zielgerichtet auch das Mausoleum des Revolutionsführers? Naja, es war einfach nur eine Frage der Zeit, wann es dem IS gelingen wird, im Iran einen Anschlag zu verüben. Der IS hat schon Monate dazu aufgerufen, immer wieder im Iran auch die sunnitische Minderheit im Iran dazu aufgerufen auf Farsi sogar ähm, im Iran Anschläge zu verüben der Iran hat monatelang man kann sogar sagen die letzten Jahre immer wieder Anschläge vereitelt so das iranische Innenministerium auch die iranischen Sicherheitskräfte man muss dazu sagen der Iran hat kilometerlange Grenzen mit Pakistan, mit Afghanistan, mit dem Irak, alles Länder, in denen sich IS-Kämpfer bewegen. Sie haben immer wieder an der Grenze mutmaßliche Terroristen abgehalten, in das Land einzudringen. Und jetzt ist es dem IS angeblich gelungen. Der IS hat sich ja dazu bekannt, dass das Mausoleum getroffen wurde. Es ist ein anderer, hat eine andere Symbolkraft als die Anschläge, die in Europa verübt wurden. In Europa geht es eher gegen unsere Werte, gegen den Lebensstil, den wir hier in Europa haben. Im Iran ist es ein erklärtes religiöses Ziel gewesen und vor allen Dingen gegen die Ketzer, wie die, der IS die Iraner bezeichnet. Die Iraner gehören zu den Schiiten, eine Minderheit innerhalb der Muslime, die, ähm, eine, die andere, eine andere Auslegung vertreten und für sie sind, ist der für sie ist der der, der, der IS ist für den der, der Iran ist für den IS der erklärte Feind. Wie verwundbar ist der Iran für solche Anschläge und was denkt die Bevölkerung darüber? Ist wie ist die Stimmung beispielsweise gegenüber dem IS? Naja, der Iran ist einerseits umzingelt von Sunniten ähm, regional und auf der anderen Seite ist er so stark wie noch nie, weil natürlich durch ähm, die, ähm, die, die, die Taliban, die, die ähm, auch in, durch die Amerikaner ähm, verschwunden sind vor Jahren, dann ähm, die, der, der Irak, der Saddam Hussein gestürzt wurde, also die erklärten ähm, sunnitischen Feinde des Iran wurden für ihn eliminiert dadurch kommt auch noch das, das Atomabkommen kommt hinzu das heißt ähm, der Iran wurde wieder in die Weltgemeinschaft aufgenommen hat dadurch enorm an Macht gewonnen und ist dadurch aber ähm, natürlich auch in Verruf geraten bei den Arabern. Gerade Saudi-Arabien und Iran liefern sich seit Jahren einen Stellvertreterkrieg in Syrien massiv, in Jemen, dem fast vergessenen Krieg. Und ähm, so geht es um die Vormachtstellung ähm, dieser vor allen Dingen beiden Staaten, Saudi-Arabien und Iran. Und man kann sagen, einerseits ist der Iran ähm, so angreifbar wie noch nie, weil er sehr viele Feinde hat, und auf der anderen Seite aber auch so stark wie noch nie. Wie reagiert der frisch gewählte Präsident Rouhani? Eine Reform, in Anführungsstrichen, seine unterlegenen Gegner, nämlich die strengen Revolutionsführer, haben sich ja bereits geäußert. Die Revolutionsgarden haben ja auch einen Schuldigen gefunden. Genau, Rouhani hat sich bis jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht geäußert. Der Parlamentspräsident Larijani hat während der... Angriffe im Parlament gesagt, sie werden weiter die Sitzung weiter laufen lassen, sie werden geschlossen gegen den Feind ähm, sich aufstellen. Die Revolutionsgarde hat so, sofort ähm, Vergeltung angekündigt. Das wird auch bedeuten, dass sie in der Region massiver auftreten wird. Es wird auch eine ähm, für sie. Zumindest ähm, kann man das als eine ähm, größere Legitimation interpretieren, die sie in Zukunft haben werden für ähm, Angriffe im Ausland, aber auch verstärktes Auftreten im Land. Was heißt das jetzt für den Kurs der iranischen Regierung und des Iran, wenn zeitgleich ja dieser Konflikt mit Saudi Arabien sehr virulent ist? Na, naja, es wird schwer werden für Präsident Rouhani und seine angekündigten seine angekündigte Politik und seinen Politikkurs der Annäherung des Dialoges so weiterzuführen er hat sowohl keinen besänftigenden Kontrahenten mehr und Partner mehr auf der amerikanischen Seite Trump ist ihm verloren Obama Präsident Obama ist ihm verloren gegangen als Partner Trump wettert gegen den Iran seit Beginn seiner Amtszeit Präsident Rouhani wird es schwer haben, in der nächsten Zeit zusätzlich mit jetzt Attacken gegen das Land gerade im Sicherheitsbereich dann noch einen versöhnlichen Dialog anzuschlagen. Herzlichen Dank, Nathalie Amiri nach München.